Ja, hallo zusammen, ich bin Fluxkommandant 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir den Gauner 93 aus dem kleinen Sound. Und dieser Panzer macht auch einen kleinen Sound, würde ich mal sagen. Ja, stärkster, mit einer der stärksten Heavys in diesem Spiel. Und zwar der T29 Sima Heavy, der Amerikaner hier auf der Map. Sicherer Hafen im Westen gestartet. 8er, 7er, 6er Gefecht. Wir haben 3 8er, 6 7er, 6 6er und darunter 4 Heavys, 4 mittlere Panzer, 3 TDs, 3 Lights und eine Arti. Ja, Munitionsverteilung 338 mal AP, 320 Damage und 198 Durchschlag. Erster Schuss in Richtung Gegner, Tiger 1, nicht penetriert oder gar nicht angekommen. Dann 20 mal Premium Munition APCR mit 245 Damage und 5 mal HE. 420 Damage und 53 Durchschlag. Ja. Schauen wir mal. Abgeprallt der Tiger. Und den sturen Emil erstmal eine rein in seinen Kasten. Ja, der sture Emil trifft die Ketten. Absorbiert. Ja. Ja, Tiger 1 in die Ketten. Man sieht das im Indikator, das Gelb und Rot bleibt stur stehen. Ah, schießen alle in die Ketten, aber da schießt am Tiger 1 vorbei in den Sturen Emil nochmal rein. Warum schießen die? Ach, die machen alle hier diese komische Mission. 7 kritische Treffer, ne? Habe ich auch längere zu gebraucht. Kann schon sein, dass sie immer in die Ketten schießen. Oder wie auch immer. Abpraller am Sturen Emil, ja klar. Wahrscheinlich Kanonenblende getroffen oder irgendwas anderes. Egal. So, jetzt. Oh. Ja, der Tiger zielt immer auf die Ketten. Kann schon sein. Jetzt schießt er. Hier hat er hier ein schönes Wrack vor sich. Type 64. Was macht er auch hier? Hallo? Was macht ein Type 64 hier? Ja, das ist Weihnachtsops. Ne, da spielen die Light hier bei der Heavy Line mit. Oh, hier im Rücken T-50-2. Schon wieder so Light, der nicht weiß, wo was ist. So, face to face mit Tiger 1. So, Schlagabtausch. Ja. Paare rausgenommen. Wieder Schlagabtausch. Und er schießt weiter in die Ketten. Ich sag doch, der braucht 7 kritische Treffer. Denke ich mal so. So, Ruhe jetzt hier mit dem Tiger 1. 7:3 steht es. Oh, da oben ist der sture Emil. Was macht der denn da oben? Ja, dadurch durch das ganze Kettengeschieße hat er hier 1545 geblockt. Und 2000 Damage, 131 Aufklärungs-Unterstützungsschaden, mehr Unterstützungsschaden. So, sture Emil, aus damit. Interessant, legt sich hier mit dem einer stärksten Heavys an im Siemer Bereich. Sehr komische Position hier für den sture Emil. 8:7. Ja, so 100 M1, ekelhaftes Teil. Sehr starke Jagdpanzer der russischen Fraktion. Ich wollte gerade was anderes sagen. So, haben wir die Mission schon gesagt? Das ist hier Allianz 15, Held der Allianz in Richtung Excalibur. So, 11:8. Das sieht ganz gut aus. Müsste sich mal langsam runter bewegen. Jawohl, hier geht es schön runter. Tiger P und 53 TP kann man schön von hinten angreifen. Ah, der Tiger P hat gedreht. Kommt ihm jetzt entgegen. Der Tiger P weiß das jetzt auch. Spätestens jetzt. Oh, da fährt er einfach vor. Schlecht gezielt, aber passiert schon mal. Jetzt aber.
Tiger P versucht ihn zu umfahren. Interessant, es drängeln sich hier beide im Gang. So. Ja, da ist die Reload-Zeit extrem lang hier. 9,5 Minuten. Minuten, Sekunden. Minuten, meine Güte. Und nochmal durchgeschossen. Tiger P prallt ab und dann wird der Tiger P rausgenommen. So, wir sind bei 3266 Damage, 2000 geblockt. Ja, eine Gunmark hat er drauf. Habe ich das schon gesagt? So, 53 DP. Ah, erstes Kettenrad. Penetriert. Hier drängelt einer hinten. Schnüffelt am Hintern. Wer ist das? T3485M. Perkel. Siehst du? Dafür geht er raus. Schnüffelt am Hintern vom T29. Oh, zwei Gunmarks hat der. 53 TP. Ah, da penetriert er nicht. Aber jetzt, erstes Kettenrad wieder getroffen. 53 TP rausgenommen. 3724 Damage. 3 Kills. So, Su 14-1. Sima Arti. Der russischen Fraktion. Aber da können sich andere Leute drum kümmern. Glaube ich jedenfalls. Ach, jetzt wo langfahren? Ja, das ist manchmal ein bisschen undurchsichtig hier. Das schnellste ist er ja nicht hier mit seinen 26 km/h. Okay, 28, 9, oh, 30. Oh, oh. Ja, jetzt wird Sport gemacht. 32 km/h. So, so 130 PM, da sollte er nicht... Das ist die Arti, aber die ist hinter dem Sandhügel da, oder Kieshügel. Die Su 130 PM sollte man lieber nicht begrüßen. Die kloppt ihn über 500 rein. Ja, da ist auch jetzt ein bisschen vorsichtig. Weiß nicht, wo die Su da genau steht. Ich meine jetzt die Su 130 PM, ne? Nicht die hier, die... So, Arti geht raus. Das klärt die eigene Arti. GW Panther hat die rausgenommen. So, jetzt... Da ist die Su 130 PM. Stretzwagen 74 legt sich mit der Su an. Ja, nur Mut. Ach, er will hier cappen. Sehe ich jetzt erst. Warum? Fahr doch vor. Hau doch der Su nochmal eine rein. Ja. Da kommst du hin. Noch ein Stück vor. Ach, kommt da nicht drauf. Ja, noch ein bisschen. Ja, gleich geht die Suche. Ach, die Su nimmt den Stritzwang raus. So, jetzt braucht die Su nur noch mal ein bisschen vorkommen. Und zack, da nimmt er die Su der 30 PM raus. Vierter Kill. Wunderbar. Und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, wie ihr seht, habe ich das Replay für ihn hochgeladen. Er hat mir die Datei geschickt. So kann man es ja bei mir auch machen, sage ich immer wieder. Somit habe ich das oben benannt. T29, sicherer Hafen, Gauner 93, dass ich das auch wieder finde. Ja, und dann haben wir hier das Panzersten Schläger, Duellantkämpfer, Wirkungsfeuer, Chefstufe, immer geblockten Schaden, Hitpoints, 116.945 Credits, XP wie immer später. Die Stahlwand natürlich und das Großkaliber, denke ich mal, Teamscore, 3817 Damage, 4-mal Go-Ho. Tschüss. Und 1423 Basis-XP und den gemeinen Report rein. 20 Mal geschossen, 17 Mal getroffen, 14 Mal durchschlagen. 1068 Damage über 300 Meter, 2025 geblockt und 131 Aufgangs- und Unterstützungsschaden. Mehr Unterstützungsschaden ist das hier. Und 85% war ja hier die, das Cap. Durchcappen, ne? Und Gott sei Dank hat er dann die Su noch rausgenommen. Gefahren ist er 1,8 Kilometer, dafür gab es 49.955 Credits, also 40.000. Dann 57.012 hier Missionsbonus. Abzüglich Repair und Munition bleiben 71.989 über. Das Ganze in 8,5 Minuten. Dann die Basis-XP von 1423 mal 12 für den ersten Tagessieg. Dann persönliche Reservenbonus 1068 und 214
freie Erfahrung macht 5338 XP und 642 freie Erfahrung. Jawohl. So, schöne Runde hier mit dem T29. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.